So, as this little bird suggests, let's continue learning our new words in German. And we have left off on politics. Let's continue. Let's pass it in normal pace, and then maybe we'll try to test it out. Die Politik. The politics. Präsident, das should be der. Normally, like student, also der, so I expect that end is the masculinum. Okay. Ich werde ihm meine Stimme geben. I will give him my voice. Oh, my vote, yeah. Stimme. Stimme is indeed voice, but of course in this case it's a vote. Es ist Zeit für den Frieden. Es ist Zeit. Es ist Zeit für den Frieden. Für den Frieden. It is time for peace. Politik ist wichtig. Politics is important. True story. Wer hat die Macht? Wer hat die Macht? Who has the power? Zu welcher Partei gehörst du? To which party do you belong? That should be correct. Do you belong to? Or which party do you belong to? Yeah. Ich mag seine Macht. Ich mag seine Macht. I like his power. Der Präsident hat mehr Macht als der Bürgermeister. The president has more power than the mayor. Wir wollen in Frieden leben. Wir wollen in Frieden leben. We want to live in peace. Deine Stimme zählt. Your vote counts. Ich werde keine Partei fördern. Ich werde keine Partei fördern. I will not favor any party. Ich werde keine Partei fördern. Probably. I will not support any party. And again, keine Partei fördern. So, fördern, a new word to support. And let's continue. Wir wollen Frieden. Wir wollen Frieden. It's time for peace. Es ist die Zeit für den Frieden. I'm not sure if you need to say die Zeit, but hopefully you should. Es ist Zeit für den Frieden. Okay, so die Zeit für den Frieden does not count. I not always understand where you should use these articles and where it is optional. Maybe it's because Zeit with Zeit you don't use it in general because that's an abstract term, probably. Die Stimme. Stimme, the voice. Der Präsident hat mehr Macht als der Bürgermeister. Der Präsident hat mehr Macht als der Bürgermeister. Sounds good. Die Stimme.
Politik ist wichtig. Politik, Jan. Ich werde ihm meine Stimme geben. I will give him my vote. Es ist Zeit für Frieden. Sonst gut. Für den Frieden, ja. Es ist Zeit für den Frieden. So I made all the mistakes possible in relation to articles here. Okay. So, let's continue. Ich denke, dass er Erfolg haben wird. I think that he will be successful. That should be correct. Das Volk hat die Macht. Das Volk hat die Macht. The people have the power. Die Politikerin hat Interesse an diesem Vertrag. The politician has is interested in this Vertrag, contract? Vertrag. Yeah, contract. Contract or treaty. Treaty is probably makes more sense here. Politician is interested in this contract. Sounds good. Ich schreibe die Verträge. Ich schreibe die Verträge. I'm writing the contracts. Das Konzert war ein großer Erfolg. Concert should be Konzert. Yeah, same in English. Concert had big success. Can you say that? Had big success. Had. Sounds good. Was a big success. Oh yeah. Yeah. Okay. Der Politiker will Frieden. Der Politiker will Frieden. Die Politikerin. The politician. It doesn't matter if it's in English, you don't have the gender here. Die Politiker wollen Frieden. Die Politiker wollen Frieden. In this case, die Politiker is the politicians. So many politicians. Eine Galerie hat Interesse. A gallery. Gallery is interested. Gallery is interested. Deutschland ist eine Republik. Deutschland ist eine Republik. Germany is a republic. Sie hat Erfolg. hat Erfolg gehabt. I think you even can say. Hatte erfolgreich. Oder war erfolgreich. Ja. Hatte Erfolg should be correct. War erfolgreich. Ja, sie war erfolgreich. That's the simplest translation. Sie hatte Erfolg. You can also say that. In einer Republik hat das Volk die Macht. In einer Republik hat das Volk die Macht. In a republic, the people have the power. Yeah. Der Politiker oder die Politikerin. Das Volk hat die Macht. Deutschland ist eine Republik. This is simple.
Der Politiker hat eine Interesse in diesem Vertrag. Der Politiker hat eine Interesse in diesem Vertrag. Sounds good. Oh, you don't need the article here. Hat Interesse. Der Politiker will Frieden. Wir den Frieden. Okay, I'm missing sometimes why the rules, when it's needed or not. Ich schreibe die Verträge. Eine Galerie hat Interesse. In der Republik Volk, das Volk hat die Macht. In der Republik, das Volk hat die Macht. Sounds good. In einer Republik, yeah, because it's a republic. Das Konzert war ein großer Erfolg. The concert was a big success. Okay. Der Politiker hat Interesse in diesem Kontrakt, in diesem Vertrag. An diesem Vertrag, okay. Hat Interesse an diesem Vertrag. Der Politiker uns will Frieden. In einer Republik, das Volk hat die Macht. Hat das Volk die Macht? Okay. Yeah, that's right. You need to put the verb on the second place. Not where I put it. Der Politiker hat Interesse in diesem Vertrag. In this case, we're putting an diesem Vertrag. Hat Interesse an diesem Vertrag. In einer Republik hat das Volk die Macht. Hat das Volk die Macht. Sounds good? Okay. Okay, let's try once again to Das pass sind it. gute Gesetze. These are good laws. Die Verwaltung, because it ends with ung. Der Staat bin ich. I am the state. Wahl, because Wahlen, to vote or to select or to elect, Das more or ist less. gegen das Gesetz. That is against the law. Die Behörden werden morgen geschlossen sein. Oh, that's interesting. Die Behörden werden morgen geschlossen sein. Alright, let's try that. Die Behörden werden morgen geschlossen sein. So, this means that
Die Behörden, das ist that's the how it's called the offices, the government offices. And this means that they will be that tomorrow they will tomorrow they will be closed. But the order of the words is completely changed. Yeah. Der Kunde ist König. that's perfect. The customer is king. Der Käse ist für den König. Der Käse, that's interesting. Okay, yeah, der Käse ist für den König. I pressed enter. Die öffentliche Verwaltung. The public management. That should be correct, but Verwaltung. administration, yeah, the government is a bit better. The public government is a bit better. The public administration also. The public management technically also correct, but it doesn't have a lot of meaning. Ich bin die Königin von Frankreich. Ich bin die. No? Königin von Frankreich. Sounds good. Ich bin die Königin von Frankreich. I'm the queen of France. The election, das Wahl oder die Wahl? Die Wahl. Die Wahl ist morgen. Danach beginnt die Wahl. Danach beginnt die Wahl. Danach beginnt Okay. die Wahl. This T was not really heard if you run it fast. Danach beginnt die Wahl. And that's why I tried it on the slower speed, because it might also without T, it this also technically makes some sense, because it means then tomorrow you should start the election. But so as an order. But in this case, it's not an order, just information that tomorrow there is election begins. Ooh, that's something interesting. The authorities would like to have the photos of us together. So the authorities might be die Behörden, but I'm not sure. Yeah, die Behörden is correct. Die Behörden would like to. Megan. Megan should be fine here. Megan, unsere Fotos zusammen. How do you say that? Unsere. Yeah, I'm not sure. I'm just check the hints. Unser zusammen Fotos, unser gemeinsame Fotos. Yeah, that should work. Unser gemeinsame Fotos haben. That should be fine. I'm not sure that they expect exactly this order, but that's probably correct. Okay, let's check the discussion a little bit because I believe it should work. Okay, I think I made a little mistake here, and I used Megan instead of Mechten. But with Mechten that should work. Would like to have our joint photos. So gemeinsame Fotos. That should work in this case. Fotos von uns zusammen. Hätten gerne Fotos von uns zusammen. Fotos von uns zusammen, they expect. Okay, so that's a little bit more technically correct. But I still think that gemeinsame Fotos, that should make the. Let's check. Check here. Collective photos.
Shared photos. Yeah, okay, so that may be something like we made a photo together, but it's not necessary that we're both on this photo. Okay, so then photos von uns zusammen is a bit better. Okay. And möchten unsere Fotos von uns zusammen haben, that should be correct. But hätten gerne also works. Okay. Die Königin ist dazu zu wichtig. The queen is too important for this. Die Käse, der Käse. Käse ist für den König. Die öffentliche Regierung. Oder Verwaltung, die öffentliche Verwaltung. Öffentliche Verwaltung. Die öffentliche Verwaltung. Sounds good. Die Behörde werden morgen geschlossen sein. I think you can simply say werden morgen geschlossen. That should also be correct. Let's try that. Okay, it requires, but I'm not sure if this is so wrong. We'll be closed tomorrow. I think it's still okay to say that. Morgen geschlossen werden. Is there an example that? I'm pretty sure you can say, oh sorry, pretty sure you can omit sein in this case, and it still technically will be correct. So I'm just gonna check if someone asked that. Werden geschlossen werden. No, that's wrong because you already used werden. Okay, I will ask this question because it seems for me that you still can use can do that. Okay, ask the question, let's continue. Das ist gegen den Gesetz. Gegen den Gesetz, sounds good. Das ist gegen das Gesetz. Gesetz ist das. Okay. Ich bin die Königin von Frankreich. Sounds good. The state is sleeping yet again. Der Staat schläft yet again. Schläft noch. Schläft mal wieder. Okay. Okay, never used that, but it's good to learn something new. Okay. Der Käse ist für den König. Der Käse ist für den König, that's easy. Die Behörde. Hätten gerne die Fotos von uns zusammen. Von uns zusammen. Where did I miss? Ah, Fotos. Okay, perfect. And also, I missed the article, as usual. Die Behörde. Behörden, ja, die Behörden
werden morgen geschlossen sein. Die Behörden werden morgen geschlossen sein. Okay. Das ist gegen das Gesetz. Oh my god. Why can't I hit the right button? Okay. And let's try that again. Finally, die Behörden hätten gerne Fotos von uns zusammen. Ooh, that was really hard, but we made it. We've done it! Okay, I wanted actually to test it out, but since there are some new sentences every time, I would keep going. And I will Sie haben Rechte. I will finish this lesson in a normal way, which means that it will take about 20 minutes more. Okay, you have rights. No, you have rights. Vielleicht hast du recht. Vielleicht hast du recht. Maybe you're right. Der Kampf beginnt. The battle begins. Das ist ein Kampf gegen die Krankheit. Das ist ein Kampf gegen die Krankheit. Gegen den Covid. Das ist ein Kampf gegen die Krankheit. Ah, die Krankheit, yeah, that's correct. Gegen die Krankheit, everything that ends on height is feminine. Sounds good. Das Ministerium stimmt zu. The ministry agrees. Sie werden die Regierung unterstützen. Sie werden die Regierung unterstützen. They will support the government. Mm-hmm. Wir werden den Krieg verhindern. We will prevent the war. Verhindern, prevent. Das Ministerium. Das Ministerium. Eine Genehmigung. Oh, that's something like an approval. That should work. Krieg und Frieden. Krieg und Frieden. Von Lev Nikolaevich Tolstoi. Sie mögen die Regierung nicht. They do not like the. They do not like the government. Yeah, I had that mistakes before. Mögen. Megan is like. Möchten is. Möchten is would like. Mistake. Wann begann der Krieg? Wann begann der Krieg? When did the war begin? Das Ministerium, we know that it's das. And everything that ends with is das. Stimmt so. Sie werden die Regierung unterstützen. Sie werden die Regierung unterstützen. Sounds good. Sie haben Rechte. Sounds good. Eine how it's called? No, not Bestätigung. Genehmigung, yeah. Always forgetting this word. Genehmigung. I wrote that correctly. Yeah. And the fight is over. Done. Ist. The fight does come for the D-Kampf. D
der Kampf. Dann ist der Kampf zu Ende. I think the correct ist vorbei. Dann ist der Kampf vorbei. Okay. Zu Ende sounds also correct. This is maybe a bit better. So vorbei is literally like it just went. Yeah, like you stand somewhere and it went from right to left and then somewhere on the other side, something like that. Excuse me, but this authorization is not worth anything at all. Wow, that's correct. That's really big. Okay, Entschuldigung. Let's start with something simple. Entschuldigung. Entschuldigung, aber diese Genehm. Ah, okay, Authorization is again Genehmigung. Is not worth anything at all. Hat keinen Wert. Probably. Nichts. Hat überhaupt keinen Wert. Yeah, I would say that. So, aber, then the word order is like in the normal sentence. So, diese Benehmigung hat keinen Wert. Hat überhaupt keinen Wert. And the only thing I need to check is that Wert is, what is the. Okay, Maskulinum. So, keinen Wert. Überhaupt. Oh, and let's fix this. Entschuldigung, aber diese Genehmigung hat überhaupt keinen Wert. I believe that should be correct. Yes! Perfekt. Ist überhaupt nichts wert. You can also say. Überhaupt nichts wert. Wann hat der Krieg. Krieg, das. Krieg ist der. Der Krieg. Oh, you can say, wann begann der Krieg? Wann begann der Krieg? That's much more simpler. Oder you can say, wann ist der Krieg be begonnen? But this is simpler. Sie mögen, you had that. Sie mögen die Regierung nicht. Okay, if we answer this correct, then this will be a flawless level. Insane. Okay, you know what? Let's try to pass the test out. This will be extremely risky. I'll probably fail that, Das sind keine guten Entscheidungen. but let's try that. Those are not good decisions. I need to be really careful here and not miss any articles, but let's try it. Okay, first one is correct. Das Ministerium stimmt zu. This we had already. Das Ministerium stimmt zu. Oh my God, and I had the typo. Der Staat bin ich. Okay, we had that already. I am the state. Yes. Die Politikerin. That's easy. Seems good. Okay. Ich weiß, dass er mich wählen wird. And this is something new. So, but this is a simple one. I know that he will. He will vote for me. He will choose me. That's the more direct one. I know that he will choose me. Yeah. Vote for me probably also correct. I'm just wondering.
I know that he will vote for me. Yeah, that's also accepted. But this is really a good question. Der Politiker will Frieden. Der Politiker will Frieden. Der Politiker will Frieden. Perfect. Der Kampf beginnt. The battle begins. Okay, so far we're going really good. But the hardest part is just ahead. Der Lehrer verlor die Kontrolle. Der Lehrer verlor die Kontrolle. The teacher lost control. Er hat in seinem Land großen Einfluss. He has a big influence. Big influence in his country. His big influence in his country. Sounds good. He's very influential. Yeah, he's very influential in his country. Politik. Okay, that's now the hardest part began. But this one is easy. Die Politik. Eine Galerie hat Interesse. Okay, these are seems good. We have all the yeah one L. I'm completely forgetting that only one L is used. We have all our hertz, which is pretty good. Die Stimme, and this is pretty easy. Perfect. And this we already have. In einer Republik. Now you use hat, now you use das Volk, and now die Macht. Hat das Volk die Macht. Perfect. We're really good. The terms is Bedingungen, so that should be... Was sind die Bedingungen? I think. Yeah. Oder wie sind die Bedingungen? The regulation does not pertain to us. Oh, this was the question from the previous video and I completely forgot what this is. Yeah. So, but pertain to us is betrifft uns. That's something that I checked. Okay, let's try to write regulation. I'm not sure that this is correct. But I don't have any other translation for this word. Die Regel. Mm-hmm. Simply die Regel. Simply die Regel. Okay, first mistake, but we are close to the end. Unless we do a lot of mistakes, we probably are fine. Okay, Krieg und Frieden. Sounds good. Die Verwaltung. I think we're good. I think we should pass. Yeah, now we definitely passed. Habe die Verträge lesen. Yeah. Whew, this was hard, but we're finally finished. And this was the politics, which is now finished, and there's not much left in the German course. And I'll see you in the next video. Bye.